Ich habe mich noch gut erinnern, es war ein Tag, an dem ein Kollege sagte, Mensch, willst du nicht mal ein Webinar für jemand anders veranstalten? Und ich finde Webinare ziemlich doof, weil du da irgendwie so sitzt halt drin und ja und schön und da redet einer und du bist so der August. Kurzum, ich hatte relativ wenig Ahnung von Online-Darstellung und Verkauf. Aber ich habe mir dann doch gedacht, komm, dann machst du es halt mal. Denn immerhin hieß es, ich bekomme 20% der Einnahmen und das wäre doch schon mal was. Und ich habe dann dummerweise noch gesagt, wir teilen uns die 20%, mir reichen 10%. Und dann hatte ich auch Angst, dieses Seminar zu machen und ob mir es gefällt. Und ich habe nur 10.000 Leute eingeladen, obwohl ich knapp 100.000 in meiner Liste hätte. Und das Webinar lief und ich musste glücklicherweise nur die Begrüßung machen. Und dann hieß es: Hermann, ja macht einen schönen Abend, trinkt eine Flasche Wein. Und ich habe eine Flasche Wein aufgemacht und es lief und es lief und es lief. Und ich dachte mir: Mein Gott, ich bin dann immer wieder in unseren Webinarraum gegangen und habe auf den Bildschirm geguckt und dachte mir: Hört der denn gar nicht mehr auf? Und er hat geredet und geredet und geredet. Und irgendwann nach über zwei Stunden, ich hatte mein Handy dabei und habe hab so ein Digistore-Konto, wo du eben so digitale Geldeinnahmen äh, sehen kannst. Und dieses Konto ist bei mir immer auf Null gewesen. Oder vielleicht habe ich da mal im Monat, ich weiß nicht, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro mit irgendwas gemacht. Und immer wenn dann mal so alle 100 Jahre ein Umsatz kam, dann hat es halt bei mir im Handy so ein bisschen Katsching gemacht, wie bei so einer Kasse und dann wusstest du, du hast wieder irgendwie ein paar Euros auf dem Konto. Und ich sitze mit meinem Schwiegervater da und wir trinken die Flasche Wein und ich denke mir, das Webinar muss irgendwann mal zu Ende gehen und mein Handy liegt immer noch da und plötzlich macht es Katsching. Katsching, 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 und ich nehme mein Handy zur Hand und ich schaue da drauf. Und das ist ja immer direkte Einnahmen und mich, mich treffen alle Schläge. Und ich habe 14.000 Euro auf diesem Konto. Und da war sofort klar, wir holen noch eine Flasche Wein. Und es war genau der Endpunkt des Webinars. Er hat sein Produkt angeboten und ich habe von diesem Produkt 10% bekommen. Das heißt, er hat in dieser Zeit für 140.000 Euro verkauft. Davon gehörten mir 14.000. Ich hätte eigentlich 20% haben können, wenn ich sie nicht geteilt hätte vorher. Dann wären wir schon bei 28.000 gewesen. Und hätte ich all meine 100.000 Leute eingeladen und nicht nur die 10.000, dann wäre ich zumindest rein rechnerisch eigentlich bei 280.000 Euro gewesen. Ein Wahnsinnsgeld und er wiederum bei einem noch viel größeren Umsatz. Und an diesem Tag habe ich mir geschworen zu wissen, wie Online funktioniert. Und da gibt es tausend Wege, Affiliate Marketing, die eigenen Produkte zu verkaufen. Du selbst sitzt gerade da und schaust dir ein Online-Produkt an. Und ich habe dann eine Vielzahl von Mitarbeitern eingestellt. Die all dieses Drumherum machen, filmen, schneiden, cutten und Co., hochladen, hochstellen, um eben online präsenter zu werden und das zu lernen. Und das ist meine Aufforderung an dich in diesem Kapitel. Bitte mach dich schlau über online, über das, was da geht. Und nicht nur online, um online Geld zu verdienen, sondern natürlich auch online Werbung, um offline äh, Aufträge zu machen. Als Seminarveranstalter gab es früher noch kein Social Media. Und ich habe damals äh, Postkarten geschrieben. Ich habe Briefe geschrieben, man musste sich Adressen kaufen. Und dann war es oft so, dass die Hütte nicht voll war und du musstest das Seminar absagen und du hast für ein Heidengeld die Adressen gekauft. Heute kannst du fast keine leeren Hallen mehr haben, weil du mit Facebook, mit Instagram einfach füllen kannst. Und man kann jetzt lang darüber streiten, ob man Social Media gut oder schlecht findet. Ob das spannend ist, dass auf Facebook immer nur das Mittagsessen oder irgendwelche Verschwörungstheorien gepostet werden. Eins ist ganz klar sicher, Facebook ist ein absoluter Umsatzträger. Ich sage fast so schön, Facebook ist eine Geldwechselmaschine. Allerdings zum positiven Sinn, du kannst Geld reinstecken. Und wenn du es halbwegs richtig machst, kommt noch mehr Geld hinten raus. Und... Während ich früher auch dankbar war, dass ich in meinen Seminaren 100 Leute drin hatte, habe ich jetzt manchmal 2000 Leute in der Halle. Vielleicht auch, weil ich hoffentlich ein bisschen besser geworden bin, aber die Wahrheit ist eine andere, weil es Social Media gibt, weil es Internet gibt und weil du dadurch Umsatz nicht mehr als Zufall sehen kannst. Umsatz ist berechenbar für die Menschen, die eben diese Algorithmen kennen, die sich damit schlau machen. Und damit kannst du was erzählen. Und wenn zu mir heute einer sagt, der hat keinen Umsatz, dann glaube ich ihm das natürlich, aber er hat dann schlichtweg die falschen Hebel gemacht und hat online zu wenig Aktivität gezeigt oder die falsche. Und darum empfehle ich dir, mach online, schau, mach deine Marke in der digitalen Welt sichtbar, dass die Umsätze, egal ob on oder offline, ganz, ganz besonders zu dir kommen oder anders ausgedrückt, dass deine Marke zu Gold.